wie ich zur Kunst gekommen bin. Als kleines Kind wollte ich mich schon immer irgendwie, also hat es mir einfach Spaß gemacht, Sachen auszuprobieren, mit Materialien rumzuspielen. Natürlich war das da noch alles so ein bisschen dilettantisch, aber habe immer mich hingezogen, gefühlt zu Naturmaterialien, also viel Holz und so. Habe Sachen ausprobiert, meistens hat es nicht geklappt, aber aus Fehlern lernt man ja. Ja, und dann wurde das halt immer mehr. Erst war das halt so ein normaler Notizblock und dann wurde der halt immer dicker, weil da ganz viele verschiedene Materialien reingekommen sind. Und dann habe ich halt da meine Tagebucheinträge halt noch zusätzlich drüber geschrieben. Also ich arbeite viel in Schichten und lege Sachen übereinander und Materialien übereinander und dann kann man wieder was aufklappen und hinter der nächsten Tür ist dann noch was versteckt. Alles eine Kombination aus Materialien und Geschichten des Lebens. Ja, Musik und Kunst ist für mich einfach, das gehört zusammen. Wenn ich Kunstwerke erstelle oder mache, höre ich auch immer Musik, weil das einfach meinen kreativen Horizont noch erweitert. Und ich da einfach ganz andere Ideen bekomme, als wenn ich nur im Stillen arbeiten würde. Früher habe ich mal bei Lingby gespielt, Schlagzeug. Das war eine sehr schöne Zeit. Und zurzeit habe ich ein anderes, neues Projekt, das heißt Shipwrecks, geht in Richtung Post-Rock. Ja, jetzt freue ich mich darauf, die Special Edition zu machen für Lingby. Das werden 25 Exemplare werden. Für die LP. Unterstützt Lingby. Crowdfunding. Let's go.